Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Fahrvlog mit einem vierten Schnitzelieren. Wir haben den 8. Oktober. Ein bisschen nach 7:30 ist. Ja, und wie habe ich noch? Wir machen seit 5:30 gut. Das war jetzt ein Gleich raus. Ja, man sieht jetzt nicht mehr viel eigentlich. Ja, wie man sieht, ja, es war teilweise ein wenig Rosenmann. Es war ziemlich ein kurzes Futter. Aber gehört auch weg, weil wenn das stehen bleibt, ist auch schade drum und der Silo ist auch noch nicht ganz voll. Und wir haben es noch angemacht. Ja. Ja, wie gesagt, ein Wies habe ich noch. Und dann bin ich fertig. Morgen dann Vormittag kreiseln, Mama, und ich tue dann am Nachmittag schwadern. Und am Sonntag möchte man es einführen. Genau. Dann werdet ihr mich morgen erst wieder beim Schwadern oder beim Kreiseln sehen. Je nachdem. Aber vom Mann fühle ich mich halt nichts mehr, weil ja, eh nicht so spektakulär. So, jetzt schwadern. Da das Gleck, also den Glee. Ja, wie man sieht, ist nicht so schlecht. Ich habe jetzt da einmal meinen kleinen Schwader zurückgeschwadert und jetzt zweimal meinen großen zusammen. Das passt eigentlich relativ gut. Ja. Den Glee haben wir letztes Jahr einfach mit dem APV-Steuer hergestartet. Ich glaube, das habe ich eh schon mal gesagt. Und der ist eigentlich für das nicht schlecht. Ja, den werden wir umhacken, da wird einer Blödsinn. Den lassen wir, also im Frühjahr Ackermann. Da kommt ein Hohen her. Da kommt dann eine Vertikale her. Außer wir arbeiten nochmal um, vielleicht kommt dann, weil wir machen nur ein zweites Vertikale Feld. Außer wir ackern zu dem da noch was dazu. Dass wir bis oben durch Vertikale anbauen. Das wissen wir noch nicht. Also müssen wir sie noch zusammenreden. Da sind wir uns ja noch nicht ganz einig. Und ja, Papa schwadert auch. Der schwadert drüber der Siedlung. Also hinter sie, sagen wir so. Und ja, ich habe jetzt gute. Das ist jetzt glaube ich der 4. Hektar, was ich. Nein, nicht ganz. Ein halber habe ich jetzt wo, circa. Und ja, da haben wir nicht gereiselt, alles andere schon. Ich habe geglaubt, dass da eh nicht so wichtig ist. Aber im Prinzip war es eher nicht schlecht gewesen, aber es ist eh wurscht, wir haben heute halt das morgen als letztes sein. Es ist noch relativ klein, aber es geht eigentlich. Ja. Genau. Sonst kann man da eh nicht recht viel sagen. Ja, einführen dann wir morgen am Sonntag. Heute ist ja Samstag und gemacht haben wir es gestern am Freitag. Ja, dann werden wir am Montag habe ich im Urlaub genommen, da werde ich dann anbauen, Gülle führen und alles. Und eventuell sogar noch ackern. Sehe ich dann eh, wie es sich ausgeht. Ja, genau, dann werden wir sie höchstwahrscheinlich morgen beim Einführen sehen. So, es ist jetzt 5:30 Uhr. Wir haben noch angefangen mit der ersten Fuhr. Ja, das ist halbwegs angewöhnt. Aber trotzdem halt noch rein, aber besser wird es sowieso nicht mehr. Ja, da haben wir jetzt dritte und das haben wir jetzt drauf. Schimmlich war gar nichts, also ja, man sieht es eh da. Ganz gut. Genau. Dann werde ich es jetzt voneinander räumen. So, wir haben jetzt den Montag, den 10. Ich habe heute Urlaub. Ja, ich habe gestern nichts mehr gefilmt, weil ja, die Noppen sind noch gekommen und haben wir noch ein Bier getrunken, wie es halt ist. Ja, jetzt haben wir reicht, ich zeige es jetzt noch schnell her. Das Silo ist beim Vollfahren, wir haben 8 Fuhren reingeführt. Beim dritten Schnitt haben wir 14 reingeführt, das heißt 22 Fuhren sind drin. Ja. Da sind glaube ich 20 drin oder 21. Ja, recht viel mehr kann man eh nicht sagen dazu. In Ladewagen, wie man da sieht, haben wir noch nicht eingestellt. Den muss ich heute noch einstellen. Die Schwaderstänge da raus. Die gern gewaschen und der Kreisel ist schon gewaschen, steht auch noch da vorne. Ja, ein verkühlt habe ich mehr in den letzten Tagen. Aber hilft auch nicht, muss man durch. Ja, jetzt will ich gleich eine Gülle führen.
eh schon wieder die Hälfte ausgeführt. Also die Grube ist gleich leer in den nächsten 2 Stunden. Das ist eh dann gleich zum Essen, dann 2-3 Fassler sind da drin. Und dann ist der Schwemmkanal noch. Heben wir aber irgendwas für die Felder auf. Also bitte die Kalle bauen wir heute noch an. Ja, bin jetzt fertig mit Gülle führen, stelle das Fassl da rein. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein, genau. Einmal muss ich noch fahren, weil zwei Fassl sind noch, 5 oder 6 sind. Ich fahre dann da noch auf die Wart hin und aufs Weißfeld dann nachher, nach dem Wechseln. Ja. Filmen habe ich nicht mehr viel jetzt, weil ich bin eh nicht so fit und freut es mich eigentlich nicht so. Ja. Aber habe ich jetzt eine dritte Kalle gewalzt und jetzt gleich Gülle draufgeführt und genau. Dann werden wir jetzt gleich mal Winter fertig machen in den nächsten 2 Wochen. Genau, dann sage ich tschüss und Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.